Der Russland-Sonderermittler Robert Mueller zwingt laut einem Bericht das Unternehmen Donald Trumps zur Herausgabe aller Dokumente, die im Zusammenhang mit Russland stehen. Die Vorladung ist die erste, die im Zusammenhang mit den Ermittlungen wegen einer russischen Beeinflussung der Präsidentschaftswahl 2016 direkt an die Trump Organization geht. Der Konzern gehört dem US-Präsidenten Donald Trump. Seine Söhne Donald Trump Jr. und Eric Trump führen die Holding. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses wiederholte Trumps Verneinung jeglicher Geheimabsprachen mit Russland im Zusammenhang mit seinem Wahlkampf. Das Vorgehen gegen die Dachorganisation von Trumps Unternehmungen ist für den Sonderermittler brisant. Verteidiger des US-Präsidenten beschuldigen Mueller seit langem, seine Kompetenzen zu überschreiten und sein Mandat unzulässig auszudehnen.